Herzlich willkommen zu unserem Online-Event zum Thema Brustkrebs. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ludger Wahlers. Ich bin zusammen hier mit Frau Professorin Harbeck. Sie ist Leiterin des Brustzentrums des LMU-Klinikums hier in München. Wir beide haben gemeinsam ein Buch geschrieben und stehen heute sozusagen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und wollen ein bisschen insgesamt zum Thema erzählen. Nadja, meine erste Frage geht an dich. Als ich dich vor gut 3 Jahren gefragt habe, ob du Lust hast, mitzumachen bei dem Projekt, warst du sofort dabei, hast nicht gezögert. Warum? Ja, nein, zuerst mal war ich natürlich sehr froh, dass du mich gefragt hast. Und dann war ich schon etwas skeptisch und habe gedacht, braucht es das unbedingt? Es gibt ja viel Literatur auch zum Thema Brustkrebs. Das Internet ist voll davon. Es gibt Broschüren auch von der Pharmaindustrie zu bestimmten Medikamenten. Es gibt sehr viel Literatur auch von Patientinnen. Aber was es eigentlich nicht gab, und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, sofort, das sollten wir machen und das sollten wir auch gleich machen, ist, es gibt eigentlich kein Buch, wo man sozusagen aus Patientensicht den ganzen Weg, der vor einem liegt, mit den Therapieentscheidungen, mit allem, was man sonst noch so bedenken muss, auf einen Blick zusammengefasst hat. Und ich glaube, das ist die große Stärke auch des Buches. Und ich bin eigentlich froh, dass wir das geschafft haben, das so zusammenzufassen. Und der Gedanke ist, als Patientin mit der Diagnose, das ist was, wo ich mich festhalten kann. Das ist auch was, was mich an der Hand nimmt, sozusagen mit durch die Erkrankung führt. So ist ja auch unser Motto im Brustzentrum. Wir nehmen die Patienten an der Hand und führen sie durch die Erkrankung. Genau, es ist kein klassischer Ratgeber im ursprünglichen Sinne, sondern es kann wirklich ein Begleiter sein durch die ganze Behandlung. Und es gibt ja auch viele Nebenschauplätze bei dieser Geschichte. Angehörige sind natürlich betroffen. Ich muss meinen Alltag organisieren. Ich muss mit meinen Kindern möglicherweise reden. All das haben wir in dem Buch beschrieben, in einem ganz guten Format, wie ich finde. Uns war aber auch wichtig, und darauf würde ich als erstes zu sprechen kommen, dass es eine ganz zentrale Botschaft gibt. Die würde ich dich bitten, jetzt nochmal zu sagen, wenn ich als Patientin die Diagnose kriege, dann. Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, Hoffnung zu vermitteln, zu sagen, es ist eine schlimme Krebs, immer eine schlimme Diagnose, aber in dem Frühstadium ist es eine heilbare Erkrankung. Das ist auch immer was, was ich nochmal am Ende des Erstgespräches dem Patienten mit auf den Weg gebe, wenn sie die ganzen Informationen bekommen haben. Und dann natürlich auch, es ist kein Notfall. Man muss nicht sofort in dem Moment, wo die Diagnose getroffen wurde, irgendwas tun, machen. Man kann nochmal zurückgehen, kann sich mit dem Frauenarzt, Frauenärztin, mit Arzt des Vertrauens besprechen und dann eben schauen, wo gehe ich hin, wo kriege ich die beste Behandlung in Wohnortnähe. Auch wenn sich das für Betroffene möglicherweise im ersten Schritt merkwürdig anhört, aber tatsächlich heißt das Motto, keine Panik. Es gibt keinen Grund für Panik. Es gibt aber ganz, ganz selten Erkrankungen, ich glaube in 1% der Fälle ungefähr, wo sofortiges Handeln angesagt ist. Kannst du kurz sagen, was das sein würde? Ja, ich würde sogar sagen, es ist weniger als 1%, wo ich Patienten, die zum ersten Mal zu mir kommen, mit der ersten Diagnose dann auch gleich in der Klinik behalte. Das sind ganz seltene Fälle von einer sehr spät erkannten Erkrankung, die schon Organbeteiligung hat, zum Beispiel Leberbeteiligung, wo ein Ausfall eines Organs droht und wo man dann wirklich notfallmäßig auch eine Chemotherapie zum Beispiel machen muss. Aber das ist wirklich nicht die Regel und deswegen keine Panik, ist kein Notfall. Man hat alle Zeit der Welt, jetzt im Rahmen von einer Woche, 2 Wochen, um sich nochmal zu beraten, wo gehe ich hin, wo finde ich die beste Betreuung und dann auch mit den therapieführenden Ärzten in aller Ruhe diesen Weg anzugehen. Das ist ja ein langer Weg und so ist ja auch das Buch gegliedert, dass es verschiedene Etappen gibt und in diesen Etappen eben verschiedene Dinge, die man beachten muss. Aber nochmal, ist kein Notfall. Und das, was früher galt bei der Erstdiagnose Brustkrebs, jetzt operieren wir mal und dann schauen wir mal, was wir dann so machen. Das ist ja ein Ding der Vergangenheit, das gibt es eigentlich nicht mehr. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich wollte zunächst noch versuchen zu differenzieren. Brustkrebs ist ja offensichtlich nicht nur eine einzige Erkrankung, sondern es gibt verschiedene Brustkrebsarten, um das mal so ganz einfach zu sagen. Und gibt es unter diesen Arten Handlungsbedarf, der unterschiedlich ist? Also gibt es eine Art, wo ich schon nach einer Woche was tun sollte? Gibt es eine Art, wo ich tatsächlich 2 oder 3 Wochen Zeit habe? Jetzt sprechen wir erstmal von der Ersterkrankung ohne Absiedlung im Körper. Also
wo ein Knoten in der Brust ist, vielleicht noch Lymphknoten befallen, aber noch keine Fernmetastasen. Brustkrebs generell sind drei große Gruppen. Es ist der hormonempfindliche Brustkrebs, dann gibt es den Brustkrebs, der von dem HER2-Wachstumsfaktor getrieben wird, und dann gibt es den Brustkrebs, sogenannten Triple-Negativen, der hat also weder die Hormonandockstellen noch den HER2-Wachstumsfaktor. Und das sind die drei Arten letztlich, und die schnell wachsenden, das sind die nicht hormonempfindlichen Brustkrebsarten, da gerade triple negativ, also dreifach negativer Brustkrebs, da würden wir schon sagen, möglichst rasch dann auch mit einer Chemotherapie zu beginnen. Mhm. Dreifach negativ, lass uns das noch ein bisschen vertiefen. Also dreifach negativ deswegen, weil die Hormonabhängigkeit sich in zwei Hormone gliedert, nämlich Östrogen und Progesteron. Das sind also zwei von den dreien. Der dritte ist der HER2-Wachstumsfaktor. Tatsächlich habe ich persönlich viel gelernt bei dem Buch, beispielsweise, dass der Hormonrezeptor intrazellulär, also innerhalb der Zelle ist, und der HER2-Wachstumsfaktor auf der Außenseite sitzt. Und es gibt dann halt Botenstoffe, die an diesen Rezeptor binden, an diese Rezeptoren binden und dafür sorgen, dass Wachstum stattfindet. Wachstum bedeutet Zellteilung, also es gibt ein Signal zur Teilung dieser Zelle letzten Endes. Die Triple-Negativen waren ja lange das Sorgenkind. Vielleicht können wir, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ein bisschen Hoffnung auch da machen. Da hat sich einiges getan in den letzten Jahren, oder? Ja, also vielleicht noch mal, häufigsten sind die hormonempfindlichen, etwa 70%, und dann die beiden anderen Gruppen, HER2-getrieben oder Triple-Negativ, das sind jeweils so 10-15%. Und bei den Triple-Negativen, das ist richtig, haben wir seit einiger Zeit auch eine sogenannte Immuntherapie zur Verfügung, zusätzlich zur Chemotherapie, und die noch mal dafür sorgt, dass mehr Patientinnen auch geheilt werden können. Also das ist ja eine Therapie, die gibt es beim Hautkrebs oder beim Lungenkrebs schon lange, und bei Brustkrebs eben erst seit 2-3 Jahren, dass das auch zugelassen ist. Mhm. Dann lass uns nochmal zurückkommen zur Situation einer konkreten Patientin. Hormonrezeptor-positive Brustkrebserkrankungen gibt es in jeder Altersklasse, am meisten aber jenseits der 60. Aber es kommt ja auch vor, dass 30-, 35-jährige Frauen erkranken, die ihre Familienplanung möglicherweise auch noch nicht abgeschlossen haben. Was ist da zu tun, wenn die mit der Diagnose konfrontiert sind? Ja, das ist nicht so häufig, aber wenn es passiert, natürlich ganz viele Informationen, die dann auf solche Patientinnen auf einmal eintreffen. Und wenn die Familienplanung zum Beispiel noch nicht abgeschlossen ist, dann würden wir auf jeden Fall eine Beratung hinsichtlich Erhalt der Fertilität empfehlen, wenn eine Chemotherapie angedacht ist. Das weiß man bei dem dreifach negativen Brustkrebs ja schon von Anfang an, weil das ist, der reagiert auf sonst nichts, um es mal plastisch auszudrücken. Mhm. Und dann würden wir rasch empfehlen, das sogenannte Fertiprotect, das ist auch eine Webseite, die man aufsuchen kann, eben Beratung durchgeführt wird, wo es eben darum geht, wie kann ich meine Fertilität erhalten, um auch später noch Kinder bekommen zu können. Und da finde ich wichtig, dass es tatsächlich seit 1 oder 2 Jahren, glaube ich, einen gesetzlichen Anspruch darauf gibt, dass Eizellen eingefroren werden, um sie später für eine In-vitro-Fertilisation, also für eine Befruchtung im Reagenzglas zu nutzen, damit die Frau dann schwanger werden kann. Übrigens gilt es auch für Männer, die haben auch das Recht, dass ihre Spermien eingefroren werden. Und bei Frauen ist es, glaube ich, sogar so, dass sie im Zweifelsfall auch Eierstockgewebe eingefroren bekommen. Der Unterschied ist dann meines Wissens, dass sie, wie viel Zeit man braucht, um das anzugehen. Das ist die nächste Frage, wie viel Zeit hat man denn, wenn ich weiß, da ist eine Chemotherapie vonnöten und ich will aber diese Fertilitätsprotektion durchführen. Das braucht, glaube ich, bei den Eizellen 14 Tagen Zeit. Die Zeit ist immer da, oder ist es kritisch? Ja, also das geht in der Regel schon. Das sind ja lebensentscheidende Dinge, die man dann innerhalb von 1-2 Tagen quasi entscheiden muss, in welche Richtung gehe ich, will ich das machen, mit dem Partner besprechen, wenn es einen Partner gibt. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben, weil wir einfach gesagt haben, ist so viel, das kann man nicht im Arztgespräch, im ersten Diagnosegespräch verarbeiten, sondern da muss man vielleicht nochmal was nachlesen, und man kann ja da so querhüpfen, immer zu den Dingen, die einen interessieren, und dann in die Tiefe gehen bei den Sachen, die gerade im Moment wichtig sind. Und was den Fertilitätserhalt angeht, das gibt da mehrere Möglichkeiten. Du hattest die zwei
schon angesprochen, die man machen kann, Eizellgewinnung eben und dann, wenn fester Partner da ist, auch schon befruchtet einfrieren oder wenn kein okay. fester Partner da ist, eben unbefruchtet einfrieren oder Eierstockgewebe, was noch nicht so ausgereift ist und die Rate, dass das dann später funktioniert, vielleicht etwas geringer ist, als wenn man befruchtete Eizellen einfriert. Und dann natürlich die, würde ich sagen, einfachste Methode, dass man einfach die Eierstöcke schlafen lässt während der Chemotherapie, indem man die Funktion ausschaltet. Das ist so eine Spritze unter die Bauchdecke. Das ist ein Teil der Antihormontherapie. Aber insgesamt sind ja die erfahrenen Kinderwunschzentren auch mit Krebspatienten vertraut und wissen, dass bei uns alles immer schneller gehen muss. Und in 2 Wochen haben die so ein Schema, wo sie eben Eizellen gewinnen können, sodass das eigentlich bei jeder Art der Brustkrebserkrankung, wenn Patienten zur Erstdiagnose kommen, machbar ist. Mhm. Dann lass uns halt mal zu deiner Bemerkung zurückkommen, dass man sagt, früher hat man gesagt, lass uns mal operieren und dann schauen wir weiter. Fangen wir an. Ich würde sagen, wir arbeiten diese drei Krebsarten tatsächlich ab. Fangen wir also an mit den hormonrezeptorpositiven Mammakarzinomen oder Brustkrebserkrankungen. Wenn das diagnostiziert ist, dann stellt sich ja häufig die Frage, braucht die Patientin nach der Operation, die irgendwann ja unausweichlich ist, tatsächlich noch eine Chemotherapie oder reicht eine sogenannte Antihormontherapie? 2 Fragen. Was ist eine Antihormontherapie und was ist die Alternative zur sofortigen Operation? Ja, also jeder Tumor, der hormonempfindlich ist, also wo der Pathologe unter dem Mikroskop sieht, dass da Östrogenrezeptoren oder Progesteronrezeptoren da sind, braucht eigentlich eine vorbeugende Antihormontherapie, damit man eben, falls noch Tumorzellen im Körper rumschwimmen nach der Operation, damit man die abtöten kann, dass die kein Unheil anrichten. Denn Brustkrebs ist, und das haben wir ja auch im Buch so beschrieben, ist ja keine Erkrankung der Brust, sondern immer schon eine Erkrankung des ganzen Körpers. Und wir haben Angst davor, dass irgendwo noch Zellen sind, die wir natürlich durch die Operation nicht entfernt haben und die dann einfach später in 2, 3, 5, 10 Jahren Metastasen bilden können. Deswegen muss man zusätzlich Medikamente geben. Und Antihormontherapie gibt es als Tablette. Bei jungen Frauen kann man das auch mit einer Spritze unter die Bauchdecke zum Ausschalten der Eierstöcke kombinieren und das wird dann über 5 Jahre mindestens eingenommen. Da werden die verbleibenden Hormone sozusagen kaltgestellt, weil die Bindestellen, wo sie normalerweise dran gehen, schon besetzt sind oder keine Hormone mehr hergestellt werden. Genau. Deswegen Antihormontherapie. Das sind die 2 Arten. Das eine ist, man blockiert sozusagen die Bindestellen und dann hungert die Tumorzelle aus, um es mal plastisch zu sagen. Das andere ist, dass man eben ihnen gar keine Nährstoffe zur Verfügung stellt, indem man den Östrogenspiegel im Körper sehr, sehr niedrig hält. Und wir haben gelernt, dass man das nicht nur nach der Operation geben kann, sondern wenn man das kurz vor der Operation so 2 bis 4 Wochen vor der Operation gibt, kann man im OP, im Tumorgewebe, was bei der Operation gewonnen wird, schauen, ob das funktioniert hat. Man sieht, dass die Wachstumsrate in den Tumorzellen gesenkt wird. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Hinweis, wirkt die Antihormontherapie? Und die zweite Frage ist, wenn die Antihormontherapie dann so gut wirkt, braucht es dann überhaupt noch eine Chemotherapie? Das heißt, es gibt bei hormonrezeptorpositiven Karzinomen die Option, zunächst eine Antihormontherapie zu machen. Man guckt, ob die tatsächlich wirkt. Und das Kriterium, ob sie wirkt oder nicht wirkt, ist, glaube ich, wie hoch die Teilungsrate von Tumorzellen noch ist. Wenn die extrem runtergeht durch die Behandlung, dann ist sehr wahrscheinlich, dass man nach der Operation nur noch eine Antihormontherapie, aber keine Chemotherapie mehr braucht. Ich frage jetzt mal ganz detailliert nach. Das ist ja nicht das einzige Instrument dafür. Es gibt ja auch die sogenannten Genexpressionstests, bei denen getestet wird, welche Gene aktiviert werden in diesen Tumorzellen. Und auch da gibt es einen Schalter oder ein Kriterium, wo man sagt, wenn der einen bestimmten Wert hat, dieser Test, dann ist auch keine Chemotherapie möglich. Und du kombinierst oder ihr kombiniert beide Ergebnisse miteinander, um das festzustellen, oder? Ja, weil bei der hormonempfindlichen Erkrankung ist einfach die ganz, ganz wichtige Frage, braucht es zu der Antihormontherapie überhaupt noch mehr Therapie, sprich eine Chemotherapie? Und die Indikation zur Chemotherapie, also den
Nutzen sozusagen machen wir daran fest, entweder ob ganz viele Lymphknoten befallen sind, dann muss man auf jeden Fall noch mehr machen als eine reine Antihormontherapie, oder ob die Tumorzellen einfach aggressiver sind, als sie unter dem Mikroskop aussehen. Und dazu nimmt man eben diese Genexpressionstests. Wenn keiner oder bis zu 3 Lymphknoten befallen sind, dann kann man eben zusätzlich noch so einen Genexpressionstest machen und schauen, wie ist denn die Biologie der Erkrankung, und noch tiefer reingucken in die Tumorzellen, sind die richtig aggressiv oder nicht so. Und da gibt es mehrere Tests, die sind auch in Deutschland Teil der Regelversorgung, wenn keine Lymphknoten befallen sind, leider noch nicht, wenn 1 bis 3 befallene Lymphknoten da sind. Und da muss man dann im Einzelfall, entweder gibt es die Möglichkeit im Brustzentrum über eine Studienbeteiligung, dass man so einen Test angeboten bekommt, oder manche Krankenkassen zahlen auch den Test, da muss man dann einfach nachfragen. Du bist ja vor 2 Jahren mit einem großen internationalen Preis ausgezeichnet worden für dein Lebenswerk, obwohl dein Lebenswerk noch nicht zu Ende ist, nehme ich mal an. Und da war auch zu lesen, dass du eigentlich seit Beginn deiner wissenschaftlichen Karriere dafür arbeitest, dass Chemotherapie weniger notwendig ist. Umgekehrt gefragt, gibt es viele Frauen, die sozusagen übertherapiert sind, die zu viel Chemotherapie kriegen? Ja, also nicht bewusst oder weil die Ärzte gerne Chemotherapie geben, aber weil wir es einfach noch nicht besser wussten. Wir haben ja gerade erst in den letzten Jahren verstanden, eben, dass die Biologie der Erkrankung manchmal, auch wenn schon ein Lymphknoten befallen ist, einfach so ist, dass eine Chemotherapie gar nicht zusätzlichen Nutzen bringt. Und dann ist es schade eben um die Nebenwirkungen. Mhm. Und wir lernen immer mehr dazu, und letztlich ist es so, dass heute Brustkrebs eine Erkrankung ist, wo wir viel stärker auf die Biologie des einzelnen Tumors bei der Patientin oder beim Patienten gucken und nicht so sehr jetzt nur grob, wie viele Lymphknoten sind befallen, wie groß ist denn der Tumor. Und das sind Erkenntnisse, die wir halt in den letzten Jahren gesammelt haben, und mit diesen vielen Werkzeugen, wie groß ist der Tumor, wie viele Lymphknoten sind befallen, und dann eben bei den hormonempfindlichen HER2-negativen Tumoren noch zu gucken, wie ist der Tumor wirklich in der Biologie, Genexpressionstest, dann dieses Ansprechen auf die Antihormontherapie. Wir denken, dass wir da in Deutschland heute 15.000 Frauen im Jahr die Chemotherapie ersparen können. Das ist sehr beeindruckend. Aber manchmal ist ja doch notwendig, die Chemotherapie. Und es gibt viele Frauen, die Angst davor haben, die möglicherweise nicht ganz platt davor Angst haben, die Haare zu verlieren, sondern die wirklich vor der Übelkeit, vor all dem, was da dazu kommt, wirklich Angst haben. Was sagst du solchen Frauen? Ist beim Brustkrebs, wenn ich einen Brustkrebs habe und Chemotherapie absolviere, ist es möglicherweise eine andere Chemotherapie als die, wenn ich einen Lungenkrebs hätte? Es gibt sicherlich auch bei der Chemotherapie stärkere, weniger starke, nebenwirkungsreiche oder nebenwirkungsärmere. Was sagst du den Frauen, die Angst vor einer Chemotherapie haben? Ja, also zum einen ist das sicherlich gut, wenn man Angst vor Dingen hat, die man nicht so kennt. Und wir versuchen dann so ein bisschen zu erklären, bei Brustkrebs ist die Chemotherapie, wie du schon richtig sagst, nicht die gleiche Chemotherapie, die man zum Beispiel auch bei Blutkrebserkrankungen gibt, wo man ja die Blutbildung im Körper quasi ganz, ganz nach unten fährt. Das sind viel aggressivere Therapien. Was wir machen, sind ambulante Therapien. Das heißt, man kann sein Leben ganz normal weiterleben, auch mit Chemotherapie. Es gibt auch Patienten natürlich, die arbeiten weiter. Es hängt immer davon ab, was man macht. Für eine Arbeit hat man viel Kontakt mit kleinen Kindern, Stichwort Infekte, oder arbeitet man mehr im Homeoffice oder so. Aber das ist individuell. Nicht jeder kann unter Chemotherapie arbeiten. Aber trotzdem ist es theoretisch möglich bei den Erkrankungen, die wir betreuen. Und dann natürlich auch wissen wir heute viel mehr, welche Chemotherapie macht welche Nebenwirkungen. Wir versuchen zum Beispiel die Anthracycline, das ist, wenn uns jemand zuschaut, der schon Chemotherapie gehabt hat, das ist diese rote Chemotherapie, die man bekommt. Das sieht man ja immer, wenn das so dann am Stuhl hängt. Und die versuchen wir zu vermeiden, wenn es irgendwie geht, weil die später auch mal Herzprobleme machen können bei wenigen Fällen. Aber trotzdem ist das dann relevant für die einzelne Patientin. Und man kann zum Beispiel auch den Haarverlust vorbeugen, indem man so Kühlhauben aufsetzt. Also wir versuchen, die Nebenwirkungen zu reduzieren. Es gibt heute sehr, sehr gute Medikamente, die die ganze Übelkeit, was früher ja ein großes Problem war,
gut unterbinden können. Und wenn das nicht ausreicht, was man routinemäßig gibt, kann man auch noch mal was nachlegen. Also es gibt gute unterstützende Medikamente. Wir nehmen keine oder wenig Chemotherapeutika, die wirklich Langzeitnebenwirkungen machen können. Und wir versuchen, die Indikation zu schärfen. Das heißt, das nur zu geben, wenn es wirklich sein muss, um die Heilungschancen deutlich zu verbessern. Ein Plädoyer für die wirklich wirksame Chemotherapie. Bevor wir zum nächsten kleinen Thema oder zum nächsten Themenschwenk kommen, an Sie vielleicht, die Zuschauer, noch die Bitte und die Aufforderung. Sie können überall da, wo Sie uns zuschauen, Fragen stellen. Da gibt es entsprechende Fenster, wo Sie es reinschreiben können. Wir werden diese Fragen während dieser Sitzung heute noch beantworten. Und tun Sie uns einen Gefallen, schreiben Sie Ihren Vornamen dazu, damit wir Sie sozusagen ansprechen können. Und schreiben Sie auch Ihr Alter dazu, weil manche Fragen sind tatsächlich besser zu beantworten, wenn man weiß, wie alt die Patientin ist. Ich würde tatsächlich im nächsten Schritt ganz gerne auf die HER2-positiven, also Karzinome zu sprechen kommen, also auf die, die jetzt nicht notwendigerweise hormonrezeptorpositiv sind, sondern an ihrer Außenseite, die Zellen an ihrer Außenseite einen Rezeptor, eine Antenne haben. Wenn da ein Wachstumsfaktor dran bindet, dann fängt die Zelle an, sich zu teilen, die Teilungsrate nimmt zu. Und dieser Krebs war ja bis zum Jahr 2000 ungefähr eine der gefürchtetsten Brustkrebsarten, weil man gar nichts tun konnte. Die Teilungsrate ging explosionsartig nach oben und die Frauen haben nicht lange gelebt, weil auch Chemotherapeutika nicht wirklich gewirkt haben. Seit 2000 gibt es einen Antikörper dagegen und da hat sich in der Zwischenzeit noch eine Menge mehr getan. Vielleicht kannst du es kurz zusammenfassen. Ja, ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, wo Patienten, wenn man sagt, der Tumor ist HER2-positiv, einen Schrecken bekommen haben. Und ich kann mich auch gut an die Zeit erinnern, als sie dann gesagt haben, oh, meiner ist nicht HER2-positiv. Das ist schade, weil einfach diese biologischen Medikamente, diese Antikörper, die gezielt auf diesen HER2-Rezeptor gehen, die Heilungschancen um so viel verbessert haben. Also die Sterblichkeit bei diesem Tumor ist um ein Drittel gesunken, seitdem wir diese Antikörper haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und wir haben heute nicht nur das Trastuzumab, diesen ersten Antikörper, sondern wir haben Pertuzumab und wir haben auch Antikörper-Wirkstoffkonjugate, quasi Antikörper mit so einer Chemotherapie im Rucksack, die ganz gezielt auf diese Zellen gehen. Also wir haben da viele Möglichkeiten und der HER2-positive Tumor ist ein Brustkrebs, wo wir empfehlen in der Regel, dass wir vor der Operation schon eine Chemotherapie machen mit Antikörpern und dann können wir nämlich, wenn dann schon alles weg ist, also Tumor ist dann operiert nach 18 bis 24 Wochen, so lange dauert die Therapie in der Regel, dann wenn der Pathologe dann nichts mehr findet, dann können wir quasi danach nur noch eine vorbeugende Antikörpertherapie machen. Wenn der Pathologe sagt, naja, es sind noch nicht alle Tumorzellen durch die Therapie weg, dann kann man eben noch ein bisschen stärkere Therapie nachher machen, um weiter vorzubeugen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist beim HER2-positiven Tumor, wo wir das so machen, aber auch beim Triple-Negativen, dass wir am Erfolg bei der Operation eben die Therapie nach der Operation noch anpassen. Du hast nochmal die Chemotherapie vor der Operation erwähnt, also jetzt nicht die Antihormontherapie, die hatten wir vorher, die Chemotherapie, auch als neoadjuvante Chemotherapie bezeichnet. Was ist da genau das Ziel? Will man gucken, ob das Zeug sozusagen wirkt auf den speziellen Tumor? Will man Zellen einfangen, die sich im Körper bewegen? Oder was ist Sinn und Zweck dieser neoadjuvanten, also dieser Chemotherapie vor der Operation? Ja, beides. Also wir versuchen natürlich so schnell wie möglich die Tumorzellen zu bekämpfen, auch die schon im Körper sich verteilt haben. Und das kann man natürlich mit einer medikamentösen Therapie besser, als wenn man erstmal operiert und dann 3-4 Wochen danach mit Medikamenten beginnt. Und zum anderen sieht man dann auch am Tumor, wie er kleiner wird. Wir kontrollieren das natürlich auch während der Therapie und dann bei der Operation eben am OP-Präparat schaut der Pathologe nach, sind da überhaupt noch lebende Tumorzellen drin? Und heute ist es so, dass in über der Hälfte der Fälle da gar kein Tumor mehr dann zu sehen ist beim Pathologen. Und das ist natürlich dann eine Situation, die A, mit hohen Heilungschancen vergesellschaftet ist. Das heißt, man kann dem Patienten dann relativ früh sagen, Heilungschancen sind sehr, sehr gut. Und man kann bei denen, wo noch nicht jeder Tumor verschwunden ist, eben sagen, jetzt können wir noch mehr machen und ganz gezielt eben die Therapie nochmal einen Gang zulegen, um eben diese letzten Tumorzellen auch aus dem Körper verschwinden zu lassen. Gut, gibt es eigentlich auch eine Situation, dass ein Tumor sowohl
Hormonrezeptor positiv als auch HER2 positiv ist? Und wenn das so ist, macht man dann die Doppelstrategie auf einmal oder was bekämpft man dann? Ja, also wir versuchen eben die Medikamente einzusetzen, die die Eigenschaften des Tumors bekämpfen. Und da würde man eben wie eine Anti-HER2-Therapie machen mit dieser Chemotherapie vor der Operation und dann im Anschluss noch die 5 Jahre eine Antihormontherapie. Und der Vorteil auch von der Chemotherapie vor der Operation ist ja auch, dass die Patienten dann sehen, dass funktioniert. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man auch die Therapie für sich besser akzeptieren kann, wenn man sieht, die macht dem Tumor den Garaus sozusagen. Ja, also tatsächlich, dann wird beides getan. Die Chemotherapie kommt immer zuerst, weil die Antihormontherapie, das haben wir vorhin noch nicht gesagt, tatsächlich eine Langzeittherapie ist, 5 Jahre, manchmal wird auch von 7 Jahren gesprochen. Und da ist dann, was jetzt den HER2-positiven Tumor angeht, nochmal eine spannende Frage, auch was Spannendes passiert in den letzten 2, 3 Jahren, wo ich kurz nachfragen wollte. Es gibt die HER2-positiven Tumorzellen, wo also an der Außenseite der Zelle tatsächlich viele Rezeptoren für den Wachstumsfaktor dran sind. Aber es gibt auch die Situation, dass auf der Zelle weniger von diesen Wachstumsfaktoren dran sind, die man heutzutage als HER2-low bezeichnet, also eine niedrige Dichte von diesen Rezeptoren. Und das ist erst seitdem interessant, seitdem man genau gegen diese Zellen, die also die niedrigere Dichte auf ihrer Oberfläche tragen, auch was tun kann. Da gibt es ein neues Medikament, auch dieses Antikörperwirkstoffkonjugat, oder? Ja, das ist ein großer Fortschritt, noch nicht bei der Ersterkrankung einzusetzen, aber in der metastasierten Situation. Das Trastuzumab deruxtecan, mein Antikörperwirkstoffkonjugat. Das ist Antikörper, das Trastuzumab deruxtecan. Ja, das ist der Antikörper Trastuzumab, der ja den Durchbruch beim HER2-positiven Karzinom vor über 20 Jahren geschaffen hat. Und dann eben eine Chemotherapie, ich sage immer im Rucksack, halt so dran gebunden. Der Antikörper, muss man sich dann so vorstellen, der Antikörper findet die Tumorzelle dockt da an, die Chemotherapie wird abgespalten, geht in die Tumorzelle rein, tötet die ab. Und dadurch, dass die Tumorzelle quasi abgetötet wird, wird die Chemotherapie in der Umgebung freigesetzt und kann eben auch andere Zellen darum abtöten. Und das Tolle an diesem Trastuzumab deruxtecan ist, dass es eben, es wurde entwickelt für die HER2-positive Erkrankung. Man hat festgestellt, auch bei wenig HER2-Rezeptor auf der Zelle funktioniert das. Und gerade gestern wurde das eben auch zugelassen in Europa. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir das im Buch noch drinnen haben, weil das eben nochmal ein neues Therapieziel ist, was wir vor 2 Jahren noch gar nicht gekannt haben. Zugelassen wofür gestern? Für die HER2-low, also HER2-niedrig metastasierte Brustkrebserkrankung. Okay. Gut, wir haben jetzt bei den, wir sind ja immer noch bei der frühen Brustkrebserkrankung, haben wir noch kurz die triple-negativen Tumore zu besprechen, die also ähnlich schreckhaft für Patientinnen war wie vor 2000 die HER2-positiven. Triple-negativ, also in der Zelle und auf der Zelle gibt es keine Angriffspunkte sozusagen, keine Östrogenrezeptoren, keine Progesteronrezeptoren und keine HER2-Neu-Wachstumsfaktor-Rezeptoren. Trotzdem kann man da jetzt was machen. Auch da ist ein Antikörperwirkstoffkonjugat, glaube ich, wichtig. Da ist aber auch Immuntherapie wichtig, also ein ganz neues Feld noch. Was bedeutet Immuntherapie in dem Zusammenhang? Ja, Immuntherapie ist, glaube ich, der Durchbruch bei vielen Krebserkrankungen gewesen, dass man festgestellt hat, man kann eben verhindern, dass die Tumorzellen sich vor den körpereigenen Immunzellen verstecken. Und das ist bei schwarzen Hautkrebs oder beim Lungenkrebs ist das schon seit vielen Jahren so, dass sich einfach die Prognose für die Patienten deutlich verbessert hat durch diese Immuntherapien. Bei Brustkrebs haben wir das jetzt so seit 3 Jahren, glaube ich, auch in der fortgeschrittenen Erkrankungssituation, seit letztem Jahr eben auch die Möglichkeit, dass beim frühen, nicht metastasierten, triple-negativen Karzinom so eine Immuntherapie einzusetzen. Man muss sich das so vorstellen, wenn Kinder verstecken sich ja manchmal so unter der Bettdecke und so versteckt sich der Tumor auch vor dem körpereigenen Immunsystem. Und mit dieser Immuntherapie, was auch ein Antikörper ist, eine biologische Therapie, zieht man sozusagen die Bettdecke weg und dann sieht das Immunsystem die Tumorzellen und kann sie eben auch entsprechend abtöten. Das ist ein Durchbruch. Wir wissen, dass das bei der frühen Brustkrebserkrankung eben die Wahrscheinlichkeit erhöht, wenn man Chemotherapie mit Immuntherapie vor der Operation gibt, dass dann bei der Operation gar keine lebenden Tumorzellen mehr im
im früheren Tumorbett gefunden werden. Und das ist wiederum dann auch mit deutlich verbesserten Heilungschancen vergesellschaftet. Gut, wenn Sie jetzt vielleicht mal durchatmen wollen, meine Damen und Herren, weil wir so viel über Medikamente und über Mechanismen, Rezeptoren und so weiter gesprochen haben, dann darf ich Sie jetzt nochmal auffordern, Fragen zu stellen, Ihren Vornamen und Ihr Alter dazu zu schreiben. Wir haben ein paar Fragen hier, die wir jetzt sozusagen vielleicht kurz durchgehen können. Ich habe eine frische Diagnose. In welches Brustzentrum oder zu welchem Arzt gehe ich am besten? Schreibt Karin. Ja, es ist sehr oft so, dass man die Diagnosen bekommt dann im Röntgenstudio, wo ein Brustkrebs quasi entdeckt wurde bei der Mammographie, weil der Frauenarzt einen geschickt hat, weil was getastet wurde und dann wird eine Biopsie gemacht. So, also eine Gewebeprobe. Genau, eine Gewebeprobe und dann weiß man eben A, ist es Brustkrebs und B, welche Art. Und dann mit dem Befund einfach nochmal zum Frauenarzt zurückgehen und besprechen, wo in der Nähe ein zertifiziertes Brustzentrum ist. Es gibt ja in Deutschland ja 250, 300, fast 310, ich habe nachgeguckt. Genau, zertifizierte Brustzentren, sodass eigentlich für jeden in Wohnortnähe, auch wenn man ein paar Kilometer fahren muss, was dabei sein sollte. Und dann, glaube ich, kann man sich auch im Internet schon mal die Internetpräsenz anschauen, schauen vielleicht, ob Studien angeboten werden. Das ist ja auch immer ganz wichtig, Studien zur Vermeidung von Chemotherapie. Da hatten wir drüber gesprochen. Oder auch Studien mit neuen Medikamenten. Also vielleicht noch ganz kurz, zertifiziertes Brustzentrum heißt, dieses Zentrum wird regelmäßig kontrolliert, ob die Abläufe funktionieren, ob die nach evidenzbasierten, also nach wissenschaftlich begründeten Leitlinien arbeiten oder nicht. Und es hat sich gezeigt, seit Einführung dieser Brustzentren, die haben ja schon ein paar Jahre in Deutschland, ist der Standard der Brustkrebsbehandlung insgesamt tatsächlich sehr nach oben gegangen, sodass unbedingt zu empfehlen ist, ein solches Zentrum aufzusuchen. Hier kommt es zu einem hormonabhängigen Brustkrebs. Das haben wir vorhin nicht unterschieden, das geht jetzt nochmal sehr ins Detail. Brustkrebs entsteht ja, der hormonabhängige Brustkrebs entsteht häufig in den Milchgängen. Und hier ist aber eine Dame, bei der ist der Brustkrebs in den Milchdrüsen entstanden, in den Lobeli. Und sie fragt, was ist zurzeit die empfohlene Behandlung bei prämenopausalem, also bei einer Frau im gebärfähigen Alter, hormonabhängigen lobulären Brustkrebs, also nicht der viel häufigere aus dem Milchgang, sondern aus der Brustdrüse. Also der wird eigentlich nicht anders behandelt als der früher duktal oder in den Milchgängen hieß. Heute sagt man, es ist kein andersweitig spezifizierter Typ und hängt davon ab, eben ist zusätzlich zur Antihormontherapie noch eine Chemotherapie empfohlen. Diese Frage hatten wir ja vorhin schon diskutiert und bei der Antihormontherapie tendiert man so ein bisschen bei diesen lobulären Karzinomen zum Aromatasehemmer. Das wäre dann bei einer jungen Frau eben mit einer Ausschaltung der Eierstockfunktion verbunden. Aromatasehemmer senkt das Östrogen im Körper quasi auf kurz über Null sozusagen. Also die andere Methode, östrogenabhängigen Tumor zu bekämpfen, ist ja einfach mit Tamoxifen, einem anderen Medikament, den Rezeptor zu blockieren, sodass er kein signalgebendes Molekül mehr binden kann. Und mit den Aromatasehemmern senkt man einfach komplett die Synthese. Dann eine Frage, wie stehen Sie zur präventiver Brustamputation und Eierstockentfernung nach abgeschlossenem Kinderwunsch bei positiver Genetik, wenn man also einen erblichen Brustkrebs hat? Ja, also es gibt ja zwei Brustkrebsgene, das BRCA1 und BRCA2. Das sind die häufigsten. Von denen weiß man auch, dass die eben mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko, aber auch mit einem erhöhten Risiko für Eierstockkrebs vergesellschaftet sind. Und bei jemandem, der noch keinen Brustkrebs hatte, denke ich, sollte man eben besprechen, ist die Entfernung der Organe das, was vielleicht für die Patienten oder für die Ratsuchenden in dem Fall besser zu akzeptieren ist, gerade bei der Brust, oder ein intensiviertes Früherkennungsprogramm. Ich denke, für die Brust kann man
über beides sprechen. Mhm. Was den Eierstockkrebs angeht, da gibt es leider kein gutes Früherkennungsprogramm, auch nicht den Ultraschall beim Frauenarzt. Und daher würden wir auf jeden Fall zur Entfernung der Eierstöcke raten, wenn eine BRCA1 oder 2 Mutation vorliegt, nach abgeschlossener Familienplanung. Hängt auch damit zusammen, wir Frauen brauchen ja auch das Östrogen, das ist für den Knochen gut, für Organfunktionen gut, und deswegen sollte man das nicht zu früh machen. Aber hier ist auf jeden Fall die Beratung in einem kompetenten Zentrum, und das wird in den Brustzentren eigentlich in der Regel angeboten, wichtig, dass man eben da nochmal genau nachfragt. Hängt so ein bisschen von der Familiengeschichte auch ab. Gibt noch andere Gene, die zum Teil nicht eben so ein großes Risiko mit sich tragen, dass man eben gleich Organe entfernen muss. Aber da sollte man einfach sich in einem Zentrum beraten lassen. Also wenn die Patientin fragt, wie stehen Sie dazu? Das heißt, das ist eine wirksame und durchaus wichtige Maßnahme, wenn man... Genau. Bei der Brust, wie gesagt, gibt es auch noch die Möglichkeit der intensivierten Früherkennung. Beim Eierstockkrebs leider keine gute Früherkennungsmethode. Und wenn eine Patientin schon Brustkrebs hatte und so ein Gen hat, dann hat man auch ein erhöhtes Risiko für einen zweiten Brustkrebs auf der Gegenseite. Und deswegen ist es ja auch für Brustkrebspatientinnen wichtig, sich da beraten zu lassen. Die nächste Frage geht auch um Genetik, und da geht es auch um ein anderes als die BRCA1 oder 2 Gene. Bei der genetischen Testung wurde bei mir eine unklare Variante im CHEK2-Gen gefunden. Nach aktuellem Stand der Wissenschaft kann nicht beurteilt werden, ob dies zu einer Funktionseinschränkung des Gens führt. Es gibt keine klinischen Handlungskonsequenzen. Sehen Sie das auch so? Mir macht es Angst. Ja, also diese unklaren Varianten, ich meine, man kann ja heute sehr viel bestimmen, und dadurch, dass man diese Gene so genau anschauen kann, findet man häufig Dinge, die verändert sind, aber von denen man gar nicht weiß, macht das überhaupt krank? Und das betrifft genauso die BRCA1 und 2 Gene, auch da gibt es unklare Varianten. CHEK2 ist jetzt ein Gen, was nicht mit so einem hohen Risiko vergesellschaftet ist, und eine unklare Variante hat auf jeden Fall keinen Handlungsbedarf, und dem würde ich auch zustimmen. Es kann gut sein, dass in 2-3 Jahren diese unklare Variante als vollkommen harmlose Variante gefunden wird und dass man da dann wirklich entlastet ist. Aber auf jeden Fall ist das kein Beweis, dass das in irgendeiner Weise krankheitsverursachend ist. Das heißt, die Patientin muss mit ihrer Angst leben, oder geht dann alle Vierteljahre hin und lässt was untersuchen? Oder was kann sie tun, um sich selbst sicherer zu machen? Nein, was auf jeden Fall ja angeboten wird, entweder in den humangenetischen Instituten oder in den Brustzentren. Wir haben ja auch in Deutschland dieses Konsortium für familiären Brust- und Eierstockkrebs mit über 20 Konsortiumspartnern. Da ist es zum Beispiel so, dass sich Arbeitsgruppen treffen und dann sagen wir mal, alle halbe Jahre, alle Vierteljahre, jedes Jahr diese Listen nochmal durchschauen der unklaren Varianten und eben schauen, hat sich was geändert, und dann eben auch die Patienten dann angeschrieben werden, gesagt, ihre Variante hat man jetzt als nicht krankheitsverursachend sozusagen bestätigt, dass da auch Entlastung geschaffen wird. Und wir machen das zum Beispiel als Zentrum so, dass wir die Patienten dann auch eben auch anschreiben und informieren. Ansonsten kann man auch dann nochmal bei dem Institut, bei dem man war, nachfragen nach einem Jahr, nach 2 Jahren, ob sich da irgendwas geändert hat. Und dann ist es aber auch wirklich so, wenn man es nicht weiß, hat man kein erhöhtes Risiko. Und dann, glaube ich, muss man auch mal sagen, da ist ein Befund da, denn solange nichts Gegenteiliges bekannt ist, nicht krankheitsauslösend ist. Und ich meine, vielleicht noch ein ganz kurzer Satz, in den Brustzentren ist es ja auch so, du hast die Angst angesprochen, wenn Ängste da sind, die man auch eben mit diesen Argumenten jetzt nicht entschärfen kann oder so. Es gibt ja auch die Möglichkeit einer psycho-onkologischen Betreuung, wo man eben nochmal über Ängste sprechen kann mit spezialisierten Fachkräften. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das ist eine schöne Überleitung zum nächsten Themenblock. Was kann ich selbst tun, wenn ich Patientin bin? Da gibt es Lebensstilanpassungen, das würde ich gerne ein bisschen besprechen. Eine konkrete Frage gibt es dazu auch. Das hat jetzt nicht nur mit Lebensstil zu tun, sondern ich glaube, dahinter steckt auch durchaus eine funktionelle Frage. Fasten während der Chemotherapie, finden Sie das empfehlenswert? Auf gar keinen Fall.
Also man braucht während der Chemotherapie alle Kraft, um die Therapie gut durchzustehen, um den Tumor zu bekämpfen. Und ich bin sowieso kein großer Freund von Diäten. Ich denke immer, die Tumorzellen, die sind ja aufs Überleben trainiert. Das heißt, die letzte Zelle im Körper, die sich noch gut ernährt, ist die Tumorzelle und alle anderen Zellen hungern. Und Hunger schwächt das Immunsystem und dadurch kann man eben dann auch den Krebs nicht gut bekämpfen. Also bitte, bitte keine Diäten, kein Fasten. Und wenn sowas geplant ist, jetzt vielleicht auch außerhalb der Chemotherapie immer Rücksprache mit den Ärzten nochmal nehmen. Aber da ist auch im Buch, ist ja auch ein Kapitel dazu da. Du hattest dich ja auch damals sehr befasst mit diesen Dingen. Genau, da ist er, da schwirrt immer durch die Lande. Und ich denke, das ist auch der Hintergrund dieser Frage. Kann ich, wenn ich faste, die Chemo sogar noch besser wirken, weil ich den Tumor quasi aushungere? Es gibt diese Keto-Diät, die ist regelrecht lebensgefährlich. Und es gibt definitiv keinerlei Krebsdiät. Man kann Krebs nicht mit einer Diät bekämpfen. Man kann natürlich präventiv sich gut ernähren, kann sich vollwertig ernähren, kann seinen Lebensstil entsprechend gestalten, um das Krebsrisiko oder auch das Risiko für ein Rezidiv möglicherweise zu senken. Aber es gibt keine ursächliche Verbindung zwischen einer Veränderung des Essverhaltens und einer Wirksamkeit einer Therapie. Genau, wir wollten ganz kurz zum Thema Bewältigung, respektive was kann die Patientin selbst was tun und oder wie organisiert sie auch ihren Alltag, wenn sie die Diagnose gekriegt hat. Und da bin ich sozusagen, wenn es um Lebensstilanpassung geht, auf den alten Dreiklang vom Pfarrer Kneipp gestoßen. Der stimmt eigentlich immer und auch erst recht für Krebspatienten. Bewegung, Ernährung, Entspannung. Das sind die drei Säulen, die man beeinflussen kann und die man sehr positiv beeinflussen kann, um was für das eigene Wohlbefinden zu tun, was für Krebspatienten möglicherweise zunächst mal merkwürdig klingt, dass man sich um Wohlbefinden kümmern soll. Aber genau darum geht es. Also wie Professor Halle, ein Kollege von dir vom Klinikum rechts der Isar, Sportmediziner, sagt, man kann dem Krebs im Prinzip davonlaufen. Das stimmt natürlich nicht zu 100%, aber ein gutes Bewegungsprogramm, regelmäßig sich zu bewegen, ist ähnlich wichtig wie Medikamente zu nehmen. Das ist sicherlich richtig. Eine vollwertige Ernährung, die bei Brustkrebs auch nicht so schwierig ist, was beim Darmkrebspatienten sicherlich schwieriger, der im Verdauungstrakt Probleme hat, aber vollwertig sich zu ernähren, ist eine wichtige Säule. Und sich wirklich mental zu entspannen, vielleicht auch Entspannungstechniken in Anspruch zu nehmen oder zu erlernen, das ist die wirklich dritte beeinflussbare Säule. Was mir auch aufgefallen ist in der Recherche, und das fand ich sehr positiv, es gab früher den bekannten Streit zwischen der sogenannten Schulmedizin und der sogenannten alternativen Medizin. Dieser Streit ist, glaube ich, immer noch vorhanden. Aber wenn man jetzt mal Alternativmedizin eingrenzt auf diejenigen Verfahren, die tatsächlich ergänzend zur evidenzbasierten Medizin sind, nämlich die komplementärmedizinischen Verfahren, die haben ja Eingang in eure Medizin gefunden sozusagen. Es gibt sogar eine Leitlinie zum Thema Komplementärmedizin. Es gibt zwar nur wenige Verfahren, die da empfohlen und auch nur wenige, die auf jeden Fall von denen abgeraten wird. Und es gibt dazwischen einen großen Graubereich, aber ich finde, es ist ein erster Schritt. Und da steht beispielsweise drin, du hast gerade die Aromatase-Inhibitoren bei der Antihormontherapie angesprochen. Da ist eine bekannte Nebenwirkung, sind Gelenkschmerzen. Und da wird Akupunktur beispielsweise auf jeden Fall empfohlen. Es wird Yoga empfohlen. Es wird in anderen Bereichen, das geht dann so über in die Lebensstilmedizin, Bewegung empfohlen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und vielleicht ganz kurz noch, was mich total beeindruckt hat, ist, wie Patientinnen, die beispielsweise, weil sie 45 Jahre alt sind und eigentlich der Familienmanager sind, wie die ihren Alltag organisieren. Da gibt es Empfehlungen zu sagen, macht euch einen Plan. Mit wem würde ich gerne Kaffee trinken? Wer soll nahe bei mir sein? Wer ist aber dafür geeignet, möglicherweise die Kinder von der Schule abzuholen, mal den Hund auszuführen, Einkäufe zu erledigen? Das haben wir im Buch sehr detailliert aufgeführt. Das sind echte gute Tipps, um tatsächlich neben all dem Stress, den man ohnehin hat, all der Angst, die man hat, weil man schwer krank ist, aber man muss ja auch den Alltag irgendwie hinkriegen. Das haben wir da sehr genau beschrieben. Genau.
Vielleicht ein Punkt noch, was mir auch ganz wichtig ist. Das war ja auch das, die Idee hinter dem Buch, dass wir eben nicht nur die Medizin beschreiben. Die ist natürlich wichtig. Und ich glaube, man muss auch, wenn man eine Therapie selber macht, verstehen, warum das gemacht wird. Und deswegen haben wir eben den Tumor auch so genau beschrieben. All das, was wir eben gerade diskutiert haben, aber eben auch Komplementärmedizin. Und das ist alles, was man zusätzlich machen kann, aber man muss es besprechen. Und da haben wir ja auch so ein paar Beispiele im Buch drin, eben von denen man so gedankenlos vielleicht mal nimmt in der depressiven Phase ein bisschen Johanniskraut und gar nicht berücksichtigt, dass das wirklich die Krebsmedikamente so aus dem Körper rauswäscht, weil es einfach die Abbauenzyme im Körper beschleunigt oder andere Dinge, die da den Abbau von neuen Medikamenten verhindern, dann die Nebenwirkungen verstärken. Und wenn der Arzt das nicht weiß, reduziert er die Dosis, weil er denkt, es macht zu starke Nebenwirkungen. Und dann ist es wiederum nicht wirksam, wenn man eben die Grapefruit am Morgen nicht mehr isst, plötzlich die Medikamente normal abgebaut werden und man hat dann eine zu geringe Dosis. Also all diese Dinge sind, glaube ich, wichtig. Und deswegen muss man es verstehen und dann eben auch fragen. Und damit man gezielt fragen kann und eben mit einer Liste auch zum betreuenden Arzt oder Ärztin kommt, glaube ich, da haben wir so ein paar Tipps im Buch aufgehoben. Ich finde das nochmal einen wichtigen Hinweis, weil wir beschäftigen uns ja beide nicht erst seit gestern mit Krebsmedizin. Häufiges Merkmal von Patientinnen und Patienten, die Komplementärmedizin verwenden, ist, dass sie es heimlich tun. Und der Appell ist ganz deutlich, wenn Sie Johanniskraut nehmen wollen, wenn Sie bestimmte andere Medikamente nehmen wollen, sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer behandelnden Ärztin im Brustzentrum darüber. Da wird Sie keiner für verurteilen, dass Sie diesen Weg gehen. Beim Brustkrebs sind es mehr als 2/3 aller Frauen, die auf jeden Fall zusätzlich zur normalen Therapie was tun wollen. Aber reden Sie mit Ihren Ärzten drüber. Genau, wir haben noch eine Viertelstunde, Nadja, und haben noch das ganze Thema metastasierter Brustkrebs vor uns. Und da ist vielleicht ganz zu Anfang auch nochmal eine Definition wichtig. Es gibt den frühen Brustkrebs, den haben wir ausführlich besprochen. Es gibt den fortgeschrittenen Brustkrebs und darunter versteht man einerseits den lokal rezidivierten, also den lokal wieder aufgetretenen Brustkrebs und andererseits den Brustkrebs, der sich im Körper schon abgesiedelt hat, der also verschiedene Metastasen in anderen Organen gewählt hat. Vielleicht kannst du nochmal dazu Behandlungsmethoden und Erfolgsaussichten was sagen. Ja, also beim frühen Brustkrebs ist es so, steht glaube ich auch auf dem Buch Einband mit drauf, dass wir heute Gott sei Dank etwa 80% der Patienten heilen können. Das heißt, er wird nie wiederkommen, dieser Krebs, wenn die Therapie abgeschlossen ist. Und wenn er dann doch wiederkommt, dann ist es eben so, wenn er in Organen wiederkommt, im Knochen, in der Leber, kann man das heute auch gut behandeln, auch lange gut behandeln, aber man kann die Tumorzellen nicht mehr ganz aus dem Körper rauskriegen. Wir nennen das, man kann es nicht heilen, aber es ist bei einzelnen Patienten dann eben wie eine chronische Erkrankung. Das heißt, man braucht lebenslang Medikamente, kann aber den Tumor damit auch gut kontrollieren. Wenn er so eine Zwischenphase ist sozusagen, wenn er in der Brust wiederkommt, das kann man dann nochmal operieren, vielleicht mit anderen Medikamenten behandeln, dann hat man auch wieder gute Heilungschancen. Gerade die Behandlung von metastasierten Brustkrebs, die ja auf jeden Fall eine lebensbegrenzende Erkrankung ist dann am Ende des Tages, da frage ich jetzt einfach mal ganz direkt, wenn eine Frau vor 10 Jahren einen metastasierten Brustkrebs hat, hat sie wahrscheinlich kürzer gelebt als heute. Kannst du das ein bisschen quantifizieren? Ja, so ganz plastisch gesagt, wenn eine Tochter heute metastasierten Brustkrebs hat, dann lebt sie doppelt so lang wie die Mutter vielleicht vor 20 Jahren mit derselben Erkrankung. Also da hat sich unglaublich viel getan. Ich will das nicht verharmlosen, das ist eine tödliche Erkrankung, aber wir können heute vielen Frauen über lange Zeit helfen. Es gibt neue Medikamente und es gibt auch immer wieder neue Entwicklungen und neue Medikamente. In den letzten 2 Jahren haben wir jetzt 8 neue Zulassungen oder Zulassungserweiterungen gehabt von Medikamenten. Und das vielleicht auch noch ein Charakteristikum vom metastasierten Brustkrebs ist, da ist die Haupttherapie, sind die Medikamente. Das heißt, es muss im ganzen Körper wirken, alle Tumorzellen irgendwie einbremsen, abtöten. Da ist die Lokaltherapie, dass man was operiert, was bestrahlt, eigentlich nur ergänzend dazu zu sehen.
Und da würde ich jetzt nochmal kurz auf die Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Englisch Antibody-Drug-Conjugate, deswegen als ADC abgekürzt, zu sprechen kommen. Das scheint ja ein Erfolgsrezept zu sein, oder? Da ist jetzt, hast du zum Beispiel Deruxtecan, hast du erwähnt, für die HER2-Low-Geschichten und auch für andere Indikationen noch. Und es gibt weitere, die das Prinzip verfolgen, dass der Antikörper sozusagen die Chemotherapie in die Tumorzelle hineinträgt. Was ist das beim, also wie siehst du da die Zukunft? Ja, also wir waren, glaube ich, alle überrascht, dass das so gut wirkt. Es gab das ja schon länger. Wir haben auch das Dutzumand M-Tansine oder TDM1 gibt es ja schon eine ganze Weile. Und dann hat man jetzt diese neue Generation im Labor quasi gebaut, die einfach mehr Chemotherapie am Antikörper haben und dann eben auch die Chemotherapie wirklich alleine abspalten. Und das ist ja ein ganz kleines Molekül. Und das geht dann eben in die Zelle rein, aber auch wieder raus und wirkt auch in der Umgebung. Und haben jetzt auch beim triple-negativen Brustkrebs eine Metastasierung ist eins zugelassen, das Saxitutzumab Govitecan. Es tut mir wirklich leid, dass das so sperrige Begriffe sind. Aber das sind einfach die neuen Medikamente, die so heißen. Und das funktioniert auch sehr gut, funktioniert besser, auch was die Überlebenswahrscheinlichkeit angeht als die normale Chemotherapie. Und das ist gerade erst die Spitze des Eisbergs. Ich denke, da werden wir noch sehr viel sehen, auch mehr Medikamente sehen in diesem Block, die dann in den nächsten Jahren kommen werden. Und ob es die Chemotherapie komplett ablöst, vielleicht. Mhm. Was wir sehen, ist trotzdem eine Chemotherapie. Also es ist jetzt keine biologische Therapie, die überhaupt keine Nebenwirkungen macht, hat ähnliche Nebenwirkungen wie Chemotherapie, was die Übelkeit angeht, manchmal auch was die Blutzellen angeht, dass die weißen Blutkörperchen da erniedrigt werden. Aber es hat weniger von diesen Organnebenwirkungen, weil es halt nur speziell dahin geht, wo der Tumor ist. Also es ist einfach, wir müssen jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Es ist da sehr viel Hoffnung dabei, dass wir nicht mehr Chemotherapie geben, die dann überall wirkt und auch überall Nebenwirkungen produziert, sondern ein bisschen zielgerichteter das machen können und die Patienten eben mit ihrer metastasierten Erkrankung dann noch länger leben können. Genau, und zu einer metastasierten Erkrankung gehört ein echtes Kranksein dazu. Das ist bei jeder Brustkrebserkrankung so. Aber ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, haben wir im Buch auch beschrieben, es hat sich nicht nur die Situation bei den Medikamenten verändert und verbessert, sondern es haben sich auch die Rahmenbedingungen insgesamt in der Pflege sozusagen verbessert. Wir haben eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung, also ein SAPV-Team, das im Zweifelsfall auf jeden Fall immer nach Hause kommt. Und es gibt Patientinnen, die schon von ihren Lieblingen bei dem Team sprechen. Das sollte man als Patientin unbedingt nutzen. Da hat man muss nicht als Patient mit metastasiertem Brustkrebs, der es schlecht geht, in irgendeine Ambulanz gehen und dann 3 Stunden warten, sondern da kann man das SAPV-Team durchaus in Anspruch nehmen. Und das finde ich einen großartigen Fortschritt jenseits aller medikamentösen und technischen Weiterentwicklungen. Genau, ganz zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Gibt es Patientinnen, die dich besonders beeindruckt haben in deiner Laufbahn in den letzten Jahren? Ich habe nur so ein Stichwort im Ohr. Du kennst eine Patientin, die kennt 2 Päpste beispielsweise. Ja, also das sind Patientinnen natürlich, die einem im Gedächtnis bleiben. Die Patientin, von der du sprichst, betreuen wir Gott sei Dank immer noch und immer noch mit sehr viel Therapieerfolg. Eine Patientin, die vor 10 Jahren mit Lebermetastasen zu uns kam und die mit ihrer ersten Therapielinie waren die weg, die Lebermetastasen, und sind bis heute nicht wiedergekommen. Und das ist natürlich was sehr viel Mut macht. Und solche Patienten könnte ich viele aufzählen. Und ich glaube, wir Ärzte lernen ja von unseren Patientinnen auch, und ich bin immer wieder beeindruckt, wie die Frauen, aber auch die Männer mit ihrer Erkrankung umgehen, wie die Familie damit umgeht, und das macht mir auch Mut, weiterzumachen und da zu sein für meine Patienten. Genau, das war fast schon ein Schlusswort. Ich würde dich aber trotzdem noch bitten, einen Ausblick zu geben. Also du siehst neue ADCs am Hintergrund. Wie wird sich Brustkrebserkrankungen weiterentwickeln? Wie wird sich die Therapie weiterentwickeln?
Ja, also ich glaube zum Guten auf jeden Fall. Es wird immer komplexer, immer schwieriger. Auch deswegen eben nochmal ein Hinweis auf das Buch, weil es einfach kompliziert ist und auch nicht jeder Arzt gleichermaßen die Erkrankung versteht und weiß, was wir da heute machen. Das ist einfach, es ändert sich so viel und deswegen war es mir wichtig, eben wirklich für die Patienten das so ein bisschen auch aufzuschreiben, was machen wir wann in medizinisch, und bin dir sehr dankbar, dass du dann eben auch noch die Bewältigung mit eingebracht hast und da auch viel zu geschrieben hast. Es wird sich viel tun. Ich glaube, die Erkrankung, wir werden sie noch besser verstehen. Das heißt, wir werden immer kleinere Untergruppen machen, die wir dann auch anders therapieren. Und da wird sich viel tun. Es werden neue Medikamente entwickelt. Ich glaube, dass wir wesentlich dazu übergehen, dass wir nur so viel Therapie machen, wie unbedingt nötig. Und dieses Gießkannenprinzip, wie wir es vor 20 Jahren gemacht haben, als die Chemotherapie ja ganz neu war, zum Beispiel, dass das wirklich was von gestern sein würde. Wir werden die Medikamente mit der Operation auch in der zeitlichen Abfolge so machen, dass es eben die Heilungschancen noch mehr verbessert und in der metastasierten Situation mit neuen Medikamenten eben die Patienten wirklich lange, lange begleiten, bei einer guten Lebensqualität. Unsere Patienten mit metastasierten Brustkrebs, viele arbeiten, und da ist es eben auch ganz wichtig, dass die Medikamente auch zum Alltag passen. Also es gibt viel Wissen, es gibt viel Hoffnung und es gibt natürlich auch dieses Buch, das ist erhältlich im Buchhandel verfügbar. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, die Sie nicht beantwortet bekommen haben, oder wenn Sie Fragen haben, die Ihnen erst nach diesem Stream einfallen. Ich glaube, ihr macht einen Patiententag, Patientinnentag in naher Zukunft, wo man sich auch hinwenden kann, oder? Ja, also für alle, die jetzt nicht mit ihren Kärtchen hier zu Wort gekommen sind, am 29.03. LMU Brustzentrum, Sie finden das auf unserer Homepage, gemeinsam mit Brustkrebs Deutschland, machen wir immer so einen Patiententag, wo es Vorträge gibt, aber auch viel Platz. Ich glaube, wir haben 2x40 Minuten für Diskussionen im Live-Chat, alles virtuell, damit möglichst viele auch teilnehmen können, egal wo sie sind. Also 29.03. nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Alle weiteren Infos auf eurer Homepage. Genau. Okay, vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns über Ihr Interesse und hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen weiterhelfen konnten.